Herr Dr. Scherak, große Aufregung am Freitag. Sie haben Post erhalten von der ÖVP. Darauf zu sehen sind Dossiers eines SPÖ-Abgeordneten, nämlich von Jan Greiner. Worum geht es denn da genau? Die ÖVP hat uns heute ein Mail zukommen lassen, in dem an und für sich ein Dossier weitergeschickt wurde an eine Werbeagentur, wo Informationen über Abgeordnete des Untersuchungsausschusses, insbesondere jetzt in dem Fall Jan Greiner, aber in Zukunft auch über andere Abgeordnete, Dossiers zusammengestellt werden sollen, und versucht wird, diese Abgeordneten in der Öffentlichkeit offensichtlich zu diskreditieren und damit den Untersuchungsausschuss an sich ins Lächerliche zu ziehen. Mit einer Werbeagentur wird da zusammengearbeitet. Sie haben da auch schon bei der Pressekonferenz gesagt, da soll es Verbindungen geben, insbesondere nach Weidhofen, wo der ÖVP-Abgeordnete Hanger ja auch tätig ist oder herstammt. Ja, es ist eine Werbeagentur, die immer wieder in geschäftlichen Beziehungen zum Kollegen Hanger steht, aber auch so zur ÖVP Niederösterreich in vielen Bereichen. Das ist per se jetzt einmal nichts Verwerfliches, weil das ist ja legitim, dass man hier Werbeagenturen beauftragt. Aber die Frage ist, ob genau in dem Fall hier auch geheime Informationen, sprich nicht öffentliche Informationen des Untersuchungsausschusses an diese Werbeagentur weitergegeben wurden. Und das ist etwas, was nicht erlaubt ist und was strafbar ist. Warum glauben Sie, generell werden überhaupt solche Dossiers angelegt? Ist das eine Ablenkungstaktik oder warum gibt es das? Ich glaube, dass die ÖVP hier das tut, was sie in den letzten Monaten gezeigt haben, was sie am besten können, nämlich die Institutionen dieser Republik anzupatzen. Das ist besonders verwunderlich, weil der Bundeskanzler immer gesagt hat, es gibt einen neuen Stil mit ihm, er wird sich am Anpatzen nicht beteiligen, und wenn man sich die letzten Monate anschaut, wurde der Verfassungsgerichtshof ignoriert und diskreditiert, es wird das Parlament, der Untersuchungsausschuss immer wieder ins Lächerliche gezogen und diskreditiert und auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angegriffen. Also es ist offensichtlich dazu da, diese Dossiers, um weiterhin auch entsprechend Aufklärungsarbeit zunichte zu machen. Der Kanzler hat ja immer wieder das allgemeine Klima im U-Ausschuss kritisiert, hat gemeint, da würde es überhaupt nicht harmonisch zugehen und jedes Fernsehstudio-Interview wäre objektiver. Ist das nachvollziehbar? Also, dass es in einem Untersuchungsausschuss nicht harmonisch zugeht, ist ja irgendwie was Logisches, weil es hier um die Aufklärungsarbeit in Bezug auf etwaiges Fehlverhalten im Rahmen des Regierungshandelns geht. Aber ich glaube, was sich Sebastian Kurz hier immer wieder falsch vorgestellt hat, ist, dass er hat ja immer gesagt, er kommt gerne zu Gast in den Untersuchungsausschuss. Also, er hat ein grundlegend falsches Verständnis von parlamentarischer Aufklärung und mangelnden Respekt von den Kontrollinstitutionen dieses Landes. Selbstverständlich soll man im Untersuchungsausschuss auch darauf achten, dass der Ton entsprechend einer ist, der in Ordnung ist, aber es geht ja darum, Aufklärungsarbeit zu leisten, und das ist die Aufgabe, und es ist nicht die Aufgabe, dort Fragen zu stellen, die dem Bundeskanzler gefallen. Die WKStA, die ermittelt ja wegen falscher Zeugenaussage. Sie sind ja selbst promovierter Jurist. Wird es aus Ihrer Sicht zu einer Anklage kommen? Da sind sich die Rechtsexperten noch ein bisschen uneins. Ich kann das so jetzt auch nicht genau beurteilen, was dann am Schluss rauskommen wird. Ich bin überzeugt davon, dass die Staatsanwaltschaft hier ihre Arbeit richtig machen wird und wenn es notwendig ist, hier auch eine entsprechende Anklage erheben wird. Man wird sich das anschauen, aber ich bin überzeugt davon, dass man der unabhängigen Justiz hier auch irgendwie keine guten Ratschläge geben sollte, sondern die werden wissen, was sie tun, und ich habe da vollstes Vertrauen.